Boah, das ist aber ein blumenbeschmückter Garten. 10 Jahre, Vater, gefangen in diesem Fiebertraum. Mutter hat mich mit Drogen vollgepumpt, um meinen Geist mit Adam zu perfektionieren. Für sie ist das ideale Kind ein Genie, das ohne Wenn und Aber dem Allgemeinwohl dient. Davor hast du mich bewahrt. Ist auch meine Aufgabe. Feuer ist Feuer auch heiß. Hier ist ein Teil des Anzugs, Vater. Bitte finde die restlichen und bring sie mir. Heftig. Schmerzen. Boah. Das ist extrem heftig. Von gut auf schlecht. Wahnsinn. Oh, das flasht ganz schön. Baut da jemand einen den Schädel auf oder was? Zielerreit findet die Panzerung. Die haben wir jetzt. Und hier werden wahrscheinlich auch die Big Daddies hergestellt. Wahrscheinlich, ne? Die dann herumlaufen. Oh. Der guckt mich an. Die gucken mich an. Nö, ich hab nichts mit euch. Hallo? Tür, möchtest du aufgehen? Ich muss wahrscheinlich... Nehme ich halt den Luftschacht. Wahrscheinlich eine defekte Tür, die nicht aufgeht oder sowas. Wir kriegen es nicht mit, weil wir in einem drogenähnlichen Zustand sind. Ich kann übrigens nicht kontrollieren, wo wir da durchgehen. Das macht die ganz automatisch. Aber, wie ihr seht, ich bin ja da. Ich hab's geschafft. Hier wieder so eine... Diesmal ist das ein Mann. Was denn mit unserem Fall da oben passiert, der ist so bunt. Wir kriegen noch einen Haufen Adam. Boah. Der Zustand ist unbeschreiblich. Das ist echt, als hätte man Drogen genommen. Lol, da macht der komische Geräusche. Klug. Und die sehen alle normal aus. Oh, kleine Spielzeugfische. Boah, ist das ruhig hier. Das ist echt ein komisches Reparaturwerkstatt. Jeder Tag ist Daddys Tag. Dann ist auch wieder eine von unseren Rückblenden von unseren Abenteuer als Subject Delta, der durch Rapture ging. Schon wieder Feuer. Und? Ich wollte eigentlich lesen, was da steht. Das kann ich nicht, aber... Boah, sieht das scheiße aus hier. Das ist der Helm. Eine neue Nachricht. Sie haben Post. Hinter Mutters Rücken. Ich war in Quarantäne, aber Mutter weiß nichts über das Ausmaß meiner Verbindung zu den neuen Little Sisters. Ich empfinde nicht nur mit ihnen, ich kann sie direkt kontrollieren. Sie sind jetzt meine Hände und meine Augen. Besser noch, wir haben Vaters Körper gefunden und eine Genprobe genommen. Die Mädchen verstecken die Proben in diesen Puppen, die wir immer gemacht haben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich den Dreh raus habe, einer der Walter Chambers so zu manipulieren, dass sie seine genetische Signatur sucht. Und dann, ich kann es kaum erwarten, Mutters Gesicht zu sehen.
Die wird auch richtig gut geguckt haben, wo sie mich lebendig rumlaufen sah. So nach dem Motto, das ist doch nicht möglich. Ich habe ihn noch umgebracht. Ums. Gleich wieder zurück ins Heiligland. Was steht denn da? Daddy trifft Onkel Stanley und hilft ihn auf. Musik? Ich höre Musik. Musik ist geil. Ey, Geld ist geil. Geld und Gold, das liebe ich sehr und hab ich's erst von anderen, dann gebe ich's nicht mehr her. Es wird auch bald Zeit, so wie es aussieht. Wir sind ja im Finale. Endeffekt. Und... Oha. Und das Spiel, was jetzt schon episch ist. Die anderen Sisters sind aus mir geschaffen, Vater. Teilweise. Wenn sie in Rapture aufwachsen, empfinde ich alles mit ihnen. Als du bei den Kleinen warst, haben sie dir wie einen Vater vertraut. Wegen mir. Cool. Naja, und aber irgendwann wird es auch Zeit, diese Epicness, diese epische Ausmaße zu reduzieren. Nämlich das LP zu beenden. Nicht wahr, Leute? Ihr stimmt zu? Ihr seid... Ey, guck mal, das sind meine Abonnenten. Meine 4 Abonnenten. Meine 4 Abonnenten. Meine 4 Abonnenten. Und da liegt auch noch ein Abonnent. Den habe ich nämlich gelöscht. Boah, die stehen da hinten. Die stehen da tatsächlich. Die lassen die ziehen? Wenn ich immer mit einer gesammelt habe, dann sind die mal auf mich losgegangen. Okay. Boah, alles ist auch wirklich knuffig und hell und hübsch und schön. In Stoff und so. Da hängen Big Daddies. Da hängen Big Daddies, wortwörtlich. Bei Daddy bist du in Sicherheit. So wie es aussieht. Bleib immer in der Nähe eines Freundes. Always stay close to a friend. Wo geht's hier entlang? Hier ist zu. Versteck. Heidi Hole. Hm. Coole Umschreibung. Oh, wer hat die Puppe zerrissen? Wer war das? Den bringe ich um. Den spieße ich auf mit meinem Spieß hier. Oh. Hä? War da nicht eben eine Tür? Geh mal wieder zurück. Ah ne, das war ein Handschuh. Okay. Big Sister Waffe. Finde eine Big Sister Waffe. Finde die 3 Teile. Ziel erreicht. Und jetzt? Bringe den Sisteranzug zu Elena. Da kann ich einfach hier durchlaufen. In einem hatte Mutter recht. Ich habe dich beobachtet, Vater. Ich habe mir angesehen, wie du andere behandelt hast. Und jetzt weiß ich, wer ich bin. Hm, ich habe sie geprägt anscheinend. Daddy ist so strong. Hm? Daddy meets Dr. Gilbert und so weiter. Gehen wir wieder runter. Ja, mit anderen Worten, die Little Sister werden eigentlich gehören Dr. Lamp und sind in ihrem Namen unterwegs und sammeln für die Big Sister Adam. Ich bin frei. Nach allem, was Mutter mir angetan hat, ich lebe und bin noch so weit bei Verstand, dass ich neugierig bin, wie die Sonne aussieht. Als du meine Sisters gerettet hast, habe ich zum ersten Mal seit Jahren Hoffnung gespürt. Wieso gerade der Rückblende? Okay. Das Geld nehme ich mit. Ja.
Überall Bücher hier. Wir nehmen wieder den... Ne, wir nehmen nicht den Luftschacht. Wir gehen diesmal einfach so durch die Tür. Das können wir. Und hier können wir einfach rein. Was hast du denn hier so Tolles? Wahrscheinlich auch noch ein Tonband, ne? Wow. Ah, Geld. Für mich. Das wäre doch nicht nötig gewesen. So, was gibt's noch hier? Ups, Entschuldigung. Ich wollte die Lampe nicht umwerfen. Ich kann hier die Dinger einfach so rumschmeißen. Das sieht sowieso hier ganz anders aus. Wir wissen ja, wie es aussieht in der echten Welt. Big Sister Anzug geben. Ziel erreicht. Wow. Jetzt tue ich das gleiche für alle anderen. Angefangen bei der hier. Ui. Das war eine Rettung. Wir haben es geschafft, Vater. Bald bin ich da. Das war eindeutig eine Rettung. Der Little Sister. Schmerz. Bei diesen Anzügen musste ich immer an dich denken, Vater. Ich sehe dich wohl immer noch als Retter in glänzender Rüstung. Aber jetzt werde ich für dich kämpfen. Lag ich nicht eben andersrum? Nimm dieses Plasmid. Damit kannst du mich in einem Kampf an deine Seite rufen. Hey, das nehme ich. Elena rufen. Tolles Plasmid. Das ist, als würdest du deine Tochter mit zur Arbeit nehmen. Rufe Elena in ihrem Big Sister Form, damit sie dir im Kampf zur Seite steht. Und hey, wir haben sogar noch einen extra Slot gekriegt. Rufen Sie die Big Sister, damit sie an ihrer Seite kämpft. Achtung, kein Bündnis wird ewig. Wow. Heftig. Heftig, heftig. Wieso habe ich eigentlich weniger Leben als vorher? Bin ich irgendwie verletzt worden? Komisch, komisch. Ich durchsuche nochmal alles auf Lebensmittel. Und so weiter. Jetzt mal ehrlich, wieso ist meine Vorräte stark? Achso, ich war... Oh, stimmt, ich habe ja gerade eben gekämpft, sozusagen. Ah, ja. Ich denke mal, ich kann jetzt auch abspeichern, ne? Ja. Willkommen zum Finale, meine Damen und Herren. Hier ist das Ziel, im Hauptatrium. Wir machen demnächst weiter und werden dann, so wie es aussieht, im großen Finale vom Bioshock weitermachen. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Ja, Feuer.